Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, und wir müssen uns irgendwie als die Incredible Llamas irgendwie verkleiden. Und ja, Rot hier, den haben wir schon irgendwie. Also zumindest mal hier diesen, wie nennt man das eigentlich hier? Warmaufsteller? Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie das heißt. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Wir wollten rüber. Oh, falsche. Entschuldigung. Nein, mein Fehler. Es ist immer noch nicht. Wir wollten mit unserer goldenen Vielfliegekarte, die wir gefälscht haben, wollten wir uns hier Leistungen erschleichen. Oh, ganz schlimme Straftat. Und wollten rüber nach Langolien. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagd-Shops. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind. Kaufen Sie Plüsch-Lamas. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann jetzt nicht sprechen. Nicht solange das Lama mich bewacht. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Ja, da bist direkt du selber nach der Schließung schuld. Des Jagd-Shops. Also. Durch die Lama, die unsere Freunde sind. Kaufen Sie Plüsch-Lamas. Also er ist ja irgendwie selber schuld. Er hat ja mit den Lamas kooperiert. Und ja, jetzt haben die halt die Weltherrschaft übernommen. Wir haben hier einen Strohhaufen. Können wir hier hinten? Ah, die berühmte Nadel im Heuhaufen. Moment, ist das nicht ein Strohball? Okay, eigentlich wollte ich mir nur ein bisschen Stroh holen. Aber ja, die Nadel haben wir jetzt auch bekommen. Kann ich die Nadel gleich gegen einen von den Luftballons? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch. Hallo? Und es wäre cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. Ach, bei dem Einzelnen... Na dann wollen wir mal pieksen. Tut auch nicht weh. Wird nur laut. Das nennt man wohl akustischen Widerstand. Und hier bekommen dieser Schlüssel ist bestimmt der Schlüssel zu etwas. Okay, also, gut, was machen wir jetzt? Können wir hier irgendwas Interessantes machen? Wir haben hier hinten die beiden Kampflama. Ein Kampflama. Ja, die kennen wir schon. Ein Ballon, hübsch. Okay, die Toiletten hier sind immer noch kaputt, aber hier können wir nichts machen. Aber wir können uns hier einen Plüsch-Lama kaufen, wohl? Was kosten die? Nimm ruhig! Die Regierung bringt sie gerne unters Volk. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagd-Shops. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind. Kaufen Sie Plüsch-Lamas. So. Nochmal. Hallo. Hallo. Ich suche für meine Band noch Unterstützung. Oh toll, da wäre ich gern dabei. Allerdings brauchen wir noch eine Sängerin. Oh, da wäre ich so gerne dabei. Als? Sängerin? Oh mein Gott. So gerne. Prima. Der Mann hat echt... Leider bin ich angekettet. Der Mann hat echt ein bisschen ein Problem hier. Also nachdem wir eh die verstörenden Posterbilder irgendwie gesehen haben. Ja. Ist der Schlüssel vielleicht für... Ich werde singen, singen wie ein Kanarienvogel, oh, singen nein. Wie ein junger Gott, wie eine Nachtigall. Ob es ein Fehler war, ihn zu befreien? Ja, eindeutig. Oh, Jackfritz, gut, haben wir hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Hier haben wir noch einen Luftballon. Da können wir auch nichts machen. Hier. Luftballon mit losem Faden. Vielleicht würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Nein. Sicher würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Oder ich? ja. Haben wir hier noch irgendwelche Möglichkeiten? Okay. Dann wollen wir mal weitergehen zur nächsten Möglichkeit, wo wir hinreisen können. Wohin können wir jetzt gehen? Flugzeug. Nehmen wir von unten einfach. Oh!
Unsere freundliche Stewardess ist auch wieder da. Hallo? Hier ändert sich aber auch gar nichts an Bord. Ändern? Fällt aus wegen ist nicht. Aber was machen Sie den ganzen Tag, wenn immer alles ausfällt wegen ist nicht? Nichts? Ich hänge meinen Träumen nach. Was denn sonst? So, jetzt Klappe halten und mich nicht stören. Haben wir hier Notausgang, hier wieder unser roter Knopf. Schauen wir uns mal ein bisschen um, ob es hier irgendwas gibt. Kassettenrekorder können wir auch nichts machen. Wahrscheinlich sind wir hier jetzt komplett umsonst hergekommen. Wir können noch... Jetzt Klappe halten und... Bajak! Okay, da können wir gar nichts machen. Laufen wir nochmal hintere. Oh! Ach, ich hatte auch mal einen Traum. Den Traum vom ungestörten Alleinsein. Von Ruhe. Dem Weltfrieden. Der Weltherrschaft. Ach nee, das war ja der Busch. Oh. Die Kette ist auch krass. Die haben das Klo abgesperrt. Mit einer Kette aus massivem Blech. Oh, krass. Durch die Wand durch. Wie gut, dass ich eine goldene Traveler-Card habe. So muss ich nicht mehr aus aufgesprengten Flugzeugtüren oder Toiletten springen. Gut, wir haben eine neue Emotion bekommen. Traum. Gut. Können wir hier noch irgendwas Interessantes machen? Das funktioniert so nicht. Ja, ist schon klar. Mit unserem Werkzeug können wir hier vielleicht die Kette sprengen? Hereinspaziert! Das Klo ist eröffnet! Wir waren doch schon in diesem... Aber hier hinten gibt's den Wischmopp. Mal sehen, wo ich vielleicht mal sauber machen will. Warum auch immer ich das tun sollte. Ein Moment, der Wischmopp, der sieht doch aus ein bisschen... Kann ich hiermit... Das hast du nicht... Irgendwie... Hallo? Ich glaube, wir brauchen nochmal das Werkzeug. Das... Ja. Könnte mir vielleicht als Grundlage für meine Verkleidung dienen. Yep. Eine Stange. Wir haben eine Perücke. Und einen Holzstock. Gibt's hier hinten noch irgendwas Interessantes? Ach, ich hatte auch mal einen Traum. Den Traum. Von dem der. Okay, ja, das ist es nicht. Aber vielleicht können wir ja mit ihr nochmal reden. Jetzt Klappe halten und mich nicht stören. Bajak. Können wir Traum? Traum, Trauma, Traumen? Von was träumen Sie denn? Ich wollte mal ein Rockstar werden. Wie wahrscheinlich jedes Stewardess. Oder Steward. Wollen Sie vielleicht in meiner Band mitspielen und Ihren Traum wahr machen? Ist das eine Falle? Nein. Dann sofort. Und was macht sie jetzt? Steigt sie jetzt aus dem Flugzeug aus, oder was? Irgendwie läuft sie aber arg komisch. Okay. Wir sind im Flugzeug. Können wir jetzt noch hier vorne irgendwas machen? Wo ist sie jetzt hin? Jetzt ist sie abgehaut, oder? Na klasse. Okay, nehmen wir den nächsten Schrottplatz. Meine Enten. Sie haben mir meine Enten genommen. Alpha, Beta, Gamma, Donald, Duck und Dick, Druck, Tuck und Hannelore. Alle weg. Jetzt bin ich ganz allein. Ohne Freunde. Schnief. Ich hätte nicht gedacht, dass Eisenbeißer Willi mehrsprachig ist. Ach komm, reden wir mal mit ihm. Nun gibt's niemanden mehr, der mich mag. Ach Quatsch, wir mögen dich. Komm hier, Emotion Traum. Wo ist meine Emotion Traum? Freundschaft mit Willi. Bestimmt ein, liebenswerter Mensch. So nach dem Motto. Raue Schale, weicher Kern. Klar.
Nur zu meinem weichen Kern lasse ich niemanden vor. Oh, echt? Egal. Ich mag dich trotzdem. Wenn du zu deinem weichen Kern vordringen willst, warum spielst du nicht in meiner Band? Echt? Eine Band mit einem weichen Kern? Cool. Ja, so ähnlich. Hier, den brauche ich jetzt nicht mehr. Danke. Naja, mein Inventar ist ohnehin schon wie ein Schrottplatz. Okay, wir haben rote Farbe bekommen. Gibt's hier noch... Mal sehen, ob ich hier noch was für die Verkleidungen finde. Ja, schauen wir uns mal um. Da gibt's eine Haarbürste, die können wir sicherlich gebrauchen. Wie gut, dass ich mir damit niemals die Haare kämmen werde. Hier die Pfütze, hier gibt's noch Schaumstoff. Vielleicht kann man daraus was Nützliches machen. Eine Raufasertapete wohl leider nicht. Okay, hier hinten sind wieder die Kampflamas, die haben ja echt alles übernommen. Und die Schrottplatzpflanze? Die Tür haben die Lamas ganz schön... Okay, aber mit... Die Tür haben die Lamas ganz schön verriegelt. Mit den anderen können wir jetzt hier gar nichts mehr machen, oder? Sehe ich das richtig? Okay, wie... gute Frage. Wie machen wir da entsprechend... Die Tür haben die Lamas ganz schön verriegelt. Ja, danke. Okay, ach, schon wieder falsch drauf geklickt. Die Tür haben die Lamas ganz... Dann Schrottplatz, dann gehen wir als nächstes zum Stadtpark. Irgendwie ungemütlich hier. Aber ich brauche Wachtmeister Budimcic für meine Band. Okay, dann gehen wir zum Springbrunnen. Hier können wir, glaube ich, eh nichts machen. Außerdem vielen Cola. Unsere weit und breit, wo wir uns behindern, wohl unter Linden. Okay. Herr Budimcic. Wachtmeister, so viel Zeit. Muss sein. Herr Wachtmeister Budimcic, kommen Sie bitte raus. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Keine Lamas, keine Befehle. Der hört wohl nicht auf mich. Okay, können wir irgendwas machen? Wir schenken ihm einen Minilam. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, haben wir. Hallo? Okay, Das funktioniert so. Das hast du nicht gerade wirklich. Traveler. Hallo? Ja, ich bin ja noch am Testen, was wir mit ihm machen können. Können wir ihn... Das funktioniert so nicht. Ach, die Kette, das ist dann nachher die Halskette. Oh mein Gott. Okay, Herr Budimcic, hier spricht die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Ha, ich erkenne Ihre Stimme, Herr Brot. Sie sind nicht die Bürgermeisterin. Die hat eine viel höhere Stimme. Eine höhere Stimme? Dann benutzen wir doch den Heliumballon mit Band. Dann wollen wir mal den alten Kindergeburtstagstrick anwenden. Ich freue mich schon. Nein, eigentlich nicht. Herr Budimcic, hier ist die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Buffet. Oh, liebe Frau Bürgermeisterin, welche Ehre für mich. Sie müssen sofort nach Polovien reisen, Herr Budimcic. Sofort. Auf Wiedersehen. Ich komme. Ich muss nur noch die Hose hochziehen. Nein. Wo ist sie hin? Wer? Na, die Bürgermeisterin. Kaffee trinken mit der neuen Lama-Regierung. Schade. Herr Budimcic, haben Sie nicht was zu tun? Oh ja, Polovien, sofort. Befehl, ich eile. Obrigkeitshöriger Laufbursche. Hoffentlich spielt er wenigstens gut Gitarre. Okay, haben wir hier noch irgendeine Möglichkeit? Wir können noch irgendwas mit der Toilette machen, oder? Anscheinend nicht.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sagen die Band jetzt nochmal aus? Irgendwas hat diese Flüssigkeit hier zu tun, aber ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher. So Pantomim. Nein, ich will jetzt kein. Okay, dann reisen wir ganz kurz nach Polovien. Wir haben ja die Zeit. Es ist immer noch nicht wenig. Ah, hier, wir haben die blaue Brücke hier. Die wird wahrscheinlich. Also, die hier wird wahrscheinlich der hier sein. Dem hier setzen wir den. Okay, also schauen wir nochmal. Wir haben sie als Sängerin. Das heißt, ihr geben wir schon mal das die. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, wollte ich probieren, Entschuldigung. Hier haben wir die Kette für den Gitarristen. Hallo? Spieler. Ah, die müssen wir wahrscheinlich. Eine dicke Kette. Okay. Haben wir hier goldene Kette? Eisenbeißer Willi. Ui, die Kette ist aber schwer. Jeder muss hier Opfer bringen, Eisenbeißer Willi. Okay. Bei ihm, bei Jack Fritz. La 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 la. La 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 la. Ha. Lama. Der braucht eine blaue. Und hier haben wir die Schaumstofffüllung. Das sieht doch fast so aus. Dann gehen wir nochmal zurück in den Stadtpark. Hier riecht es nach Toilettenbrühe und nach Pantomimen. Wo ist denn der hin? Sehe ich jetzt gerade, dass der abgehaut ist. Hier haben wir wirklich nur noch diese eklige. Dann nehmen wir den Schaumstoff mal mit der blauen Flüssigkeit. Na? Okay, geht nicht. Können wir das? Ah, Schaumstoffperücke. Ein Topf roter Farbe. Ja, habe ich kapiert. Eklige Blau. Lieber Spieler. Das willst du nicht wirklich. Doch, keine Chance. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen. Darf ich nicht? Na gut, dann tunke ich mal. Okay, wir haben eine blaue Perücke, jetzt noch die rote Farbe mit der Brille. Jetzt sieht sie so aus wie auf dem Plakat. Okay, haben wir noch irgendwas? Okay, gehen wir zurück nach Polovien. Jetzt? Oh Mann. Diesen Jungs und Mädels könnte man einiges tun, was ich gar nicht wissen will. Aber kann man auch eine Band aus ihnen machen? Ich möchte jetzt singen. Singen wie ein Caruso. Lady Gaga? Rock'n'Roll, Jungs. Ich will Geld und Groupies. Gut, dass wir das weggepiept haben. Aber nur, wenn die Groupies auch mit der neuen Lama-Regierungserklärung vereinbar sind. Yo, Mann. Nein, ich glaube, kann man nicht. Aber versuchen muss ich's wohl. Okay, also, blaue Perücke für Jack Fritz. Nicht? Was ist denn das Problem? Also, rot für Stewardess. Rock'n'Roll! Gut, bei ihm brauchen wir jetzt nochmal. Moment. Mob mit. Ein stylischer Hut. Budimcic? Ihr Hut, Herr Wachtmeister Budimcic. Ah, danke. Für die Bürgermeisterin. Tun Sie alles, ich weiß. Und will es gar nicht wissen. wo hat ein Eisenbeißer Willi hier seine Kette? Die hat er irgendwie verloren. Gut, wir brauchen noch. Ah, hier haben wir noch Ponchos. Hier, echte Bassistinnenklamotten. Cool. Dafür kriegst du mein Ersatzkostüm.
Diese Airline stellt Ersatzkostüme? Nein, ich hab's gefunden, als wir zum ersten und einzigen Mal den Frachtraum geöffnet haben. Ah, okay. Und ihr Stewardessin-Kleid sieht ja fast so aus wie das hier von der Sängerin. Dann nehmen wir das Kleid und geben es Jack Fritz. Hier, Jack Fritz. Die Stewardess leiht Ihnen ihr Ersatzkostüm. Oh, wie wundervoll! Damit werde ich singen können wie... Oh mein Gott. Nein, sag's lieber nicht. Ah. Jetzt hier noch... Genau, die blaue Perücke oben drauf. Gut, die beiden tragen auch Ponchos. Das heißt... Würden Sie diesen Poncho anziehen, Herr Budimcic? Und ich füge gleich hinzu. Es ist der ausdrückliche Wunsch der Bürgermeisterin. Aber selbstverständlich. Okay, und Eisenbeißer Willi braucht auch noch einen. Eisenbeißer Willi, hier ist... Oh, ist das schön flauschig. So liebe ich es. Ah. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Lama und das müsste ja eigentlich das hier. Muss ich das dann irgendwie mit... Also gut, setze ich mir halt dieses alberne Ding auf den Kopf. Okay, der Bart ist okay. Dann schauen wir mal rein, ob wir hier reinkommen. Türsteher? Hallo, wir sind die Incredible Llamas. Ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Die mit dem übergroßen Damenbart sieht doch nicht so aus wie auf dem Plakat. Jack Fritz, würdest du dir deinen Bart abschneiden lassen? Niemals! Der Bart ist Zeichen meiner gespaltenen Identität. Ah, jedenfalls Mist. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Nein, okay. Wir brauchen irgendwie... Okay, wir müssen irgendwie... Wir müssen irgendwie den Bart von ihm wegkriegen. Wo habe ich mein Multifunktionswerkzeug? Ich hatte doch so ein cooles Multifunktionswerkzeug. Kann ich... Das funktioniert so. Ja, weiß ich ja. Ponchos haben wir schon genügend. Schau, das hast du nicht gehört. Bleibt mir eigentlich nur. Jack Fritz, darf ich dir den Bart rot anmalen? Gerne. Es würde meine Persönlichkeit unterstreichen. Okay, und jetzt müssen wir im... Ich finde, Jack Fritz sieht der Sängerin auf dem Plakat schon ziemlich ähnlich. Okay, wir müssen das Plakat wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie ändern. Na, dann wollen wir die Ähnlichkeit mal herbeitricksen. Okay, also schmier rein. Schauen wir wieder. Hallo, wir sind die... Die Incredible Llamas. Ich fass es nicht. Ihr habt es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Los, los, rein mit euch. Alle warten schon. Abgefahren. Die Incredible Llamas. Endlich mal live. Mist, ich muss ja hier draußen Wache schieben und kann sie nicht sehen. Und deshalb müssen wir alle Gegner unseres total demokratischen und wohlmeinenden Lama-Regimes, der großen, von uns anzubetenden Gottheit des liebevollen Lamas, opfern. Yeah, bravo, lang lebe das liebevolle Lama, lang lebe der weise und liebevolle Lama Fritz. Aber jetzt erstmal ein bisschen gute Laune-Musik zur Einstimmung. Das sollte sie ablenken. Scharf, Busch, ich komme. Oh nein.
Ist es nicht dieses eine Musik aus den Mitwirkenden? Doch, ja. Ich bin gespannt, ob sie gleich singen. Alle wollen Lama, 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 Lama ist der Hammer. Hat man Lama, kann man Lama, sieht was okay, aber ich würde sagen, die Befreiung machen wir dann erst morgen in einer neuen Folge. Oh nein, okay, ich sehe schon, wir müssen uns unbedingt die Mitwirkenden dann nachher anschauen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge, wo wir dann unsere Freunde befreien werden. Alle wollen Lama. Okay, bis morgen. Ciao, ciao. Okay, jetzt bin ich weg. Versprochen.